Heute soll es mal wieder um meinen Kleiderschrank gehen. Ich ziehe ja seit Jahren inzwischen fast ausschließlich nur noch Secondhand-Mode an. Da ist ein kleiner Teil nachhaltige Mode dabei. Mit diesen Videos möchte ich zeigen, dass man sich durchweg gut anziehen kann, weil extrem viel Textilien im Umlauf sind. Und es ist gar nicht so schwer, sich Secondhand-Mode zu kaufen. Ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal, die kleine Coco, und heute soll es um Secondhand-Mode wieder gehen. In diesem Format möchte ich zeigen, dass man auf jeden Fall sich mit Secondhand-Mode komplett einkleiden kann. Das geht. Der allerkleinste Teil in meinem Kleiderschrank ist nachhaltig, aber auch der Teil wächst so nach und nach. Und da geht es ja auch nicht darum, irgendwie sich massenweise Zeug zu kaufen, so wie man es früher getan hat, sondern wer nachhaltige Mode kauft, der denkt schon ein bisschen nach, ne? Also der überlegt schon ein bisschen länger, weil diese Kleidungsstücke auch ein bisschen teurer sind. Kann man sich am Ende aber auch leisten, weil durch Secondhand-Mode spart man sich unwahrscheinlich viel. Ich würde jetzt einfach sagen, wir legen los mit Outfit Nummer 1. Und im Outfit Nummer 1, ich habe wieder mein Notizbuch, trage ich mein Cookie-Oberteil. Das mag ich wahnsinnig gerne. Ich bin froh, dass ich das geholt habe. Aber es ist auch ein bisschen ungeschickt. Es ist halb Pulli, halb Hemd. Und oft ist es zu warm, oft auch zu kalt, weil durch dieses halb und halb. Ich mag es aber trotzdem total gerne und trage es halt auch gerne immer wieder. Bin froh, dass ich das gefunden habe. Cookie hätte ich mir früher nie neuwertig gekauft. Hätte ich mir nicht geleistet. Oder hätte ich mir nicht leisten wollen, sagen wir es mal anders. Dazu trage ich meine Mavi Jeans mit Loch. Ich brauche jetzt leider wieder eine Jeans. Ich habe wieder eine Jeans kaputt gemacht. Also müssen wieder ein bis zwei Jeans in meinen Kleiderschrank rein. Zwei ist meistens immer ein bisschen besser. Und da gucke ich natürlich auch im Secondhand-Bereich. Da findet man einiges. Und dazu trage ich meine weißen Pumas. Im Outfit Nummer 2 mit diesem schwarzen Spitzenoberteil liege ich so ein bisschen im Clinch, muss ich sagen. Eine Zeit lang habe ich das echt gerne getragen. Aber durch das, dass es so krass textilienmäßig Kunstfaser ist, glänzt das total. Und ich mag so glänzende Kleidung anscheinend nicht mehr, ich weiß auch nicht. Ich habe so Schwierigkeiten mit dem Oberteil. Ich habe es jetzt extra wieder angezogen, weil ich es halt eben habe, um mich so ein bisschen auf die Probe zu stellen. Weil wenn ich es nicht mehr anziehe, dann gebe ich es eben wieder in den Kreislauf. Das ist mir ganz wichtig. Dazu trage ich, also drunter trage ich eben ein schwarzes Unterhemd. Von diesen Basic-Sachen habe ich unwahrscheinlich viele. Ein Teil ist sogar noch von H&M. Ein anderer Teil habe ich mir so nachhaltig, so nach und nach gekauft. Lohnt sich meistens. Dann trage ich dazu eine schwarze Strickjacke, weil jetzt ist es halt einfach ein bisschen kälter. Meine schwarze Strickjacke ist von China Tricot. Ich habe die Marke früher echt mega geliebt. Kann man an der Stelle schon sagen. Dazu trage ich meine Lieblingshose eigentlich im Moment. Das ist eigentlich auch die einzigste intakte, die so richtig, ja, die keine Löcher hat und so. Das ist diese Seal Jeans. Also ich brauche wirklich eine neue Hose wieder. Hosen kaufen ist für mich halt immer so ein bisschen kritisch. Von 10 Hosen passen mir 11 nicht. Klingt witzig, ist aber so. Und dazu trage ich dann auch wieder meine weißen Pumas, die jetzt leider auch langsam richtig kaputt sind. Aber ich will sie halt noch nicht wegschmeißen. Im nächsten Outfit trage ich dann wieder diese schwarze Strickjacke. Die habe ich echt einfach auch schon mega lange. Das sind halt so Sachen, die sich halt wirklich bei mir mega etabliert haben. Da brauchst du halt gar nicht nachdenken. Ihr wisst, wie das ist so. Es gibt so Kleidungsstücke, die hast du einfach ewig im Kleiderschrank und die gehen halt auch nicht kaputt irgendwie. Und gerade bei der Farbe Schwarz und Strickjacke, da brauchst du nicht nachdenken. Das kannst du immer kombinieren. Und dazu trage ich das blaue Brandy Melville T-Shirt, das gerade im Moment nicht so hundertprozentig optimal sitzt. Aber es wird wieder optimal sitzen, weil ich bin ja gerade am Abnehmen. Das ist ja kein Geheimnis. Dazu trage ich wieder diese Cecil Jeans. Ich hätte mir von der Marke, glaube ich, früher nie was gekauft. Ich hätte die Marke nicht mit dem Arsch angeguckt. Ich habe ja noch so eine zweite Jeans, so eine Cecil Jeans, die finde ich jetzt nicht so toll, weil die hauptsächlich aus Kunstfaser ist. Aber die, die ich da trage, die liebe ich. Und dazu trage ich meine grünen Pumas. Die fallen jetzt leider auch komplett auseinander. Da ist so diese
wie sagt man, diese, der innere Teil, der geht langsam komplett in die Brüche, gerade hinten dran, das ist durchgerieben. Bin mal gespannt, wie lange ich die Schuhe noch anziehen werde. Wahrscheinlich auch, bis sie halt gar nicht mehr zu tragen sind. Im Outfit Nummer 4 trage ich meinen Only Pulli. Das ist halt auch hauptsächlich Kunstfaser. Habe ich auch nicht nachher, hatte ich mich auch Secondhand gekauft für wenig Geld. Den kannst du halt maximal 2 Tage tragen. Bei Textilien und gerade bei Pullis und solchen Sachen ist es halt generell so, du pflegst deine Sachen, je weniger du sie wäschst. Waschen ist für Textilien immer Stress. Und ich versuche halt schon, gerade bei so Pullis inzwischen darauf zu achten, dass es eben welche sind, die man halt auch auslüften kann. Den kannst du nicht auslüften. Das hat so eine Kunstfaser. Dazu natürlich wieder diese Seal Jeans, die mag ich, die ziehe ich echt gerne an. Und dazu trage ich, weil oben ja schon braun ist, die spitzen Chelsea Boots, die ich habe. Die haben sich auch etabliert. Die habe ich, glaube ich, für unter 10 Euro gekauft, genau so 8 Euro oder so. Habe ich bei Momox Fashion so lange gewartet und die hatte ich mir irgendwann im Sommer geholt, stimmt. Dann waren die mega runtergesetzt, weil sie keiner haben wollte. Im Outfit Nummer 5 trage ich meine Punktebluse. Die ist leider auch schon dementsprechend lädiert. Die hat vorne lauter Löcher. Habe ich irgendwie den Gürtel reingebracht oder ich weiß es nicht. Also bei voll vielen Oberteilen ist es bei mir so, dass die halt vorne rum echt kaputt gehen. I don't know. Da trage ich jetzt meine Fremantle Porter Jeans und von der muss ich mich bald trennen, weil sie zwischen den Beinen kaputt ist. Die habe ich echt kaputt geliebt. Ich habe schon so viel Jeans kaputt gerockt. Bei der bin ich aber tatsächlich am Überlegen, ob ich sie jetzt nicht erstmal an den Stellen wirklich flicken soll, also so kurbeln soll. Das habe ich schon mal bei einer Hose gemacht. Die hat sehr lange durchgehalten. Kann ich noch daran erinnern, wie ich da mal zur Schneiderin gelaufen bin. Und irgendwann meint die Schneiderin so zu mir: Also, jetzt ist die Hose wirklich kaputt. Jetzt kann ich an der echt nichts machen. Kann mich nur gut dran erinnern. Ich glaube, die werde ich mal versuchen zu flicken, weil ich mag die Hose echt gerne. Und dazu trage ich meine schwarzen Stiefelchen. Die habe ich mal für viel Geld gekauft. Und da gebe ich zu, das ist Leder. Die haben mich, glaube ich, 400 oder 500 Mark damals noch gekostet. Aber die waren schon so oft beim Schuhmacher. Und das lohnt sich halt auch. Bei mir hat der Schuhmacher schon oft gesagt, bei Schuhen, die halt nicht wirklich viel taugen, wo ich trotzdem versucht habe, die reparieren zu lassen. Es ist halt schade, dass es keine Qualität mehr gibt. Und bei diesen Stiefelchen, da merkt man halt schon, da sind Nägel drin in der Sohle und so weiter. Die haben halt schon eine sehr, sehr gute Qualität. Und dann lohnt sich es auch immer wieder, zum Schuhmacher zu gehen. Im Outfit Nummer 6 trage ich dann endlich auch mal ein neues Kleidungsstück, ne, Schuhe eigentlich. Mein Hemd von End Order Stories ist jetzt auch schon eine Weile in meinem Kleiderschrank und so langsam versaufe ich in dem Hemd, weil ich ja schon ein bisschen abgenommen habe und man merkt's. Also dieses Hemd wird schon richtig lottrig, aber ich mag es total gerne, einfach das Hemd anzuziehen, da eine schwarze Leggings drunter. Super bequem. Also meine Leggings, die sind von Tok Tok. Leider habe ich mit einer Leggings total Pech. Da habe ich jetzt schon 2 Löcher rein gemacht beim Ausziehen, immer mit meinem Finger nach. Ich weiß, voll scheiße, aber soll es eigentlich nicht geben. Ich habe die erste Leggings, die ich von Tok Tok habe, da habe ich überhaupt nichts zu meckern, aber an der, ich weiß auch nicht, die ist von dem schönen Stoff her auch irgendwie bisschen dünner. Und jetzt neue Schuhe, und zwar schwarze Chelsea Boots von Ricoh. Und das dürften auch Kunstlederschuhe sein, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Das sind auch eben Secondhand-Schuhe, kann ich nicht sagen. Also Lederzeichen gibt es nirgendwo, also ist es auch kein Leder, riecht auch nicht danach. Aber man braucht nicht meinen, dass so ein Schuh deswegen dann auch vegan ist. Ne? Kleber und so muss man immer beachten. Die sind super bequem, weil meine hellen Chelsea Boots, die sind nicht wasserdicht. Und ich musste mich von Schuhen trennen, von meinen rötlichen Chelsea Boots mit der fetten Sohle. Und dann durften 2 neue rein, allerdings beides schwarze. Da konnte ich nicht Nein sagen.
Schwarz passt aber immer. Und die Rika, die habe ich jetzt schon richtig eingelaufen. Die sind mega gut. Meinen Fliederpulli von Michalski, den habe ich ja jetzt auch schon eine Weile, aber den habe ich vom Flohmarkt. 5 Euro oder so. Es war, glaube ich, eins der ersten Kleidungsstücke, die komplett in meinen Kleiderschrank eingezogen sind, Secondhand. Und so läuft das halt langsam heimlich stundenweise. Man braucht sich nicht komplett mit Secondhand-Mode am Anfang einkleiden. Das funktioniert natürlich nicht. Aber so merkt man langsam heimlich stundenweise, wenn man den Fokus auf Kleidung setzt und auf Qualität, dann ist auch die Kleidung, die man kauft, langanhaltender. Und das habe ich halt an diesem Michalski-Pulli, das ist schon krass. Das hat Michalski allerdings damals für Tchibo mal gemacht, als Tchibo noch gut war. Und das ist so ein Yoga-Pulli. Aber ich mag den so gerne. Und dazu trage ich eben auch wieder eine Tok-Tok-Leggings. Und da habe ich eben schon das zweite Loch reingemacht. Ja, also es ärgert mich schon, weil die Tok-Tok-Leggings nicht so günstig sind. Aber dennoch ist die Qualität viel besser, als ich je zuvor mit anderen Leggings gehabt habe. Und es ist halt eben nachhaltig, das ist auch wichtig. Und dazu trage ich, muss ich gerade mal gucken, die hellen spitzen Chelsea Boots wieder. Bei den hellen Chelsea Boots darf es halt wirklich nicht regnen, weil wasserdicht sind die nicht. Wir sind beim letzten Outfit angekommen und das ist der heutige Tag und ich habe eine neue Hoodie-Jacke gebraucht. Das heißt, ich habe zwei aussortiert, die haben nicht mehr gepasst. Und ich habe ja schon eine mit Blumen und eine hätte ich halt einfach noch gebraucht. Ist halt super geschickt, sowas. Und das trage ich, wie schon erwähnt, heute. Dazu trage ich mein Jack and Jones Oberteil, was ein bisschen kürzer geworden ist. Ich hoffe, es passt mir bald wieder ein bisschen besser, weil ich ja eben am Abnehmen bin. Das ist rot-blau gestreift. Erinnert mich so ein bisschen an ein Oberteil, was ich von China Tricot hatte. Das saß ein bisschen besser. Das war so schwarz-rosa. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere noch dran erinnern kann. Dieses Oberteil habe ich kaputt getragen. Das gibt es selten. Das gibt es wirklich selten. Weiß nicht, ob das mir mit dem hier gelingen wird. Zu der ganzen Geschichte trage ich eben wieder meine Mavi-Hose mit Loch. Und dazu trage ich meine grünen Pumas. Wie gesagt, ich bin bei den Schuhen mega gespannt, wie lange die noch durchhalten werden. Lange nicht. Wie ist es bei dir? Trägst du schon Secondhand-Mode oder kaufst du Klamotten nachhaltig? Wir haben vor kurzem auf meinem Discord da diesbezüglich auch wieder so ein bisschen diskutiert. Ich finde es ganz interessant, was man sich eben auch anschafft. Und bei mir waren es ja damals diese Sandalen, die ich mir geholt habe. Ich habe immer noch so ein bisschen dieses zu geizig für manche Sachen im Kopf. Aber Fakt ist, Secondhand spart man sich so viel zusammen. Und da kann man ruhig auch mal für ein einzelnes Kleidungsstück ein bisschen mehr Kohle ausgeben. Ich finde, das ist halt wirklich angebracht. Und wenn dieses Kleidungsstück dann länger in einem Kleiderschrank ist, sei es irgendeine Tasche oder irgendeine Jacke oder so. Ich bin da selber erst noch in der Entwicklung. Das ist ganz interessant. Wie ist es bei dir? Trägst du Secondhand-Mode oder nachhaltige Mode? Kannst du Marken empfehlen? Gerne mal unten in die Kommentare. Ich sage danke fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!